Willkommen im Aldeana Alcaldesa an der wunderschönen Costa del Sol. Auf der 95.000 Quadratmeter großen Gesamtfläche wird euch alles geboten, was euren Urlaub unvergesslich macht. Kommt mit und begleitet mich auf meinem Rundgang. Ich zeige euch, auf was ihr euch hier freuen könnt. Das deutschsprachige Personal der Rezeption ist 24 Stunden am Tag für euch da. Hier bekommt ihr beim Check-in auch eure persönliche Aldeana-Karte. Hier draußen im Patio, also im Innenhof, der sich in direkter Nähe zur Rezeption befindet, könnt ihr nach Herzenslust shoppen und Postkarten oder Souvenirs kaufen. Hier könnt ihr, wie innerhalb der gesamten Anlage, bequem mit eurer Aldeana-Karte bezahlen. Robert, du bist General Manager hier im Aldeana Alcaldesa. Was macht für dich das Reiseziel Alcaldesa aus? Das Reiseziel Alcaldesa macht für mich die Vielseitigkeit aus. Also du kannst hier bei uns das ganze Jahr Golf spielen, auch im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Du kannst bei uns an den Strand gehen. Du kannst aber auch viele kulturelle Dinge machen. Und nicht so, dass der ganze Tag genutzt wird, sondern du kannst auch in einem Halbtagesausflug wunderbar viele interessante Ziele erreichen. Sei es Jerez mit der Hofreitschule, du kannst nach Ronda fahren, du bist ganz schnell in Granada, in Córdoba. All das sind Ausflüge, die vom Club aus machbar sind. Du kannst aber auch, wenn du Lust hast, einfach nach Marbella zum Shoppen fahren und bist nach einem halben Tag wieder da und gehst nochmal an den Strand. All das ist möglich. Francisco, wie viele Golfplätze habt ihr hier um den Aldeana Alcaldesa herum? Also insgesamt haben wir 9 Golfplätze. Darunter ist auch der beste Europas, das ist Valderrama, ca. 10 Minuten vom Aldeana Alcaldesa entfernt. Und dann haben wir noch den wunderschönen Alcaldesa links, so wie ihr sehen könnt, mit dem Meer im Hintergrund, Gibraltar. Und links von Gibraltar seht ihr noch ganz die Küste von Afrika. Im großzügigen Wellnessbereich des Aldeana Alcaldesa könnt ihr neben klassischen Gesichts- und Entspannungsbehandlungen auch ayurvedische oder Schokoladenmassagen buchen. Und was noch alles auf euch wartet, das schauen wir uns jetzt mal an. Sarah, auf was können sich denn die Gäste hier im Aldeana Alcaldesa im Wellness Center besonders freuen? Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben verschiedene kosmetische Behandlungen fürs Gesicht, für die Damen und für den Herren und Massagen, einmal ganz klassische und natürlich wirklich Wellness-Massagen. Unsere Highlights sind einmal Allegria Stone, Schokomassage, Lumi Lumi Nui oder auch ayurvedische Massagen. Und man hat auch die Möglichkeit, kosmetische Ganzkörperanwendungen zu nehmen, und das ist dann die Triaktivpackung oder auch das Kleopatra-Bad. Das Kleopatra-Bad ist ganz herrlich, das wäre vielleicht was für dich. Das ist wunderbar für die Haut, ist danach weich und geschmeidig, ideal für trockene Haut. Man fühlt sich wie eine Königin in dieser warmen Softpack-Wanne. Also das hört sich ja wirklich super an und das kann ich, glaube ich, nach meinem Sportprogramm ganz besonders gut gebrauchen jetzt. Dann probieren wir das doch mal aus. Gerne. Im Flipperclub wird den kleinen Gästen eine Menge geboten. Silke, was erwartet die Kinder denn hier? Ja, die Kinder erwartet hier bei uns sehr viel. Wir haben verschiedene Motto-Tage angeboten. Wir haben Indianertag, Piratentag, wir haben Sternentag. Und da machen wir natürlich auch ganz viel für die Kinder. Heute zum Beispiel Indianertag. Und die Nadine, meine nette Kollegin, die schminkt die Kinder schon fleißig als Indianer. Ja, wir machen natürlich auch noch eine Indianer-Ausbildung, dass die Kinder auch genau wissen, was die Indianer zu machen haben. Ja, und ansonsten haben die Kinder bei uns sehr viel Spaß. Wie sind denn die Altersgruppen hier im Flipperclub? Also wir haben 5 verschiedene Altersgruppen. Wir haben die Delfinis, die Flippers, die Dolphins, die Youngsters und die Teenies. Alle im Abstand von 2 bis 17. Aldeana Alcaldesa verfügt über 7 Quarzsand-Tennisplätze, die im oberen Teil der Anlage auf dem Berg liegen. Hier finden regelmäßig Tenniscamp-Wochen mit echten Profis statt. Ansonsten könnt ihr hier auch wöchentlich an Schnupperstunden teilnehmen oder an Turnieren.
Hinter mir könnt ihr den Felsen von Gibraltar sehen. Kommt mal mit, ich hüpfe mal für euch rüber. Hier oben ist man mit den Affen auf Du und Du. Ein Ausflug zum Felsen von Gibraltar ist immer eine Reise wert. Und? War doch toll, oder? Im Aldeana Alcaldesa könnt ihr zahlreiche Sport- und Freizeitangebote wahrnehmen. Die Bogenschießanlage befindet sich gleich neben den Tennisplätzen. Burkhard, du bist verantwortlich für die Tauchstation hier im Aldeana Alcaldesa. Was kann ich alles erleben, wenn ich hier tauchen gehen möchte? Also das Schöne am Tauchen im Aldeana Alcaldesa ist, dass wir immer in einem Naturschutzgebiet tauchen gehen. Vor 25 Jahren hat ein Biologe in Gibraltar ungefähr 30 Wracks entlang der Küste von Gibraltar hingelegt. Diese Wracks sind mittlerweile komplett bewachsen und das reicht von einer großen Anzahl von Fischen. Center gleich über dem Wellnessbereich stehen allen Sportbegeisterten professionelle Fitnessgeräte zur Verfügung. Das Spezialitätenrestaurant La Vista liegt direkt am Strand. Genießer können hier bei einem sagenhaften Blick auf den Felsen von Gibraltar aus wechselnden Menüs wählen und sich kulinarisch so richtig verwöhnen lassen. Michael, was zeichnet das Küchenkonzept des Aldeana Alcaldesa aus? Wir in Aldeana Alcaldesa haben verschiedene Themenabende. Wir haben Produkte aus der Region hier, also von Spanien, von Andalusien. Zeichnen sie aus durch die Frische. Wir verarbeiten hier viele, viele frische Kräuter. Fischmittwochs zum Beispiel haben wir von den Märkten Andalusiens. Da haben wir auch ein Mittwochs, haben wir ein Fischbuffet mit Doraden, Seezunge, Melusa, Sardinen, Makrelen, die wir dann abends auch in dem Motto dann verarbeiten, also in dem Thema als Markt, als Fischmarkt aufbauen. Wir haben einen Galaabend, also 13 verschiedene Mottos, Themen und viermal im Monat dann halt Gala, jeden Samstag Galaabend, wo wir dann auch den auf Schwarz-Weiß, der heißt also Galaabend Schwarz-Weiß, wo wir dann Produkte aus der Region, also Austern aus Cadiz, Gambas, Rinderfilet, Wachteln, Kaninchen, alles frisch zubereiten. Wir machen Frontcooking, 85% vor dem Gast zubereiten, ob es Gemüse ist, ob die Gambas sind. Alles machen wir so weit wie möglich vor dem Gast. Vielen Dank. Auch für die Abendunterhaltung nach dem Essen ist im Aldeana Alcaldesa natürlich gesorgt. Nach den erstklassigen Abendshows öffnet die Disco Blue Dolphin ihre Pforten, wo ihr noch bis zum Morgengrauen tanzen und feiern könnt. Ich habe heute eine Menge erlebt und freue mich schon auf das, was morgen auf mich wartet. Euch wünsche ich einen wunderschönen und unvergesslichen Aufenthalt im Aldeana Alcaldesa.